So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Bevor wir jetzt, wie ich letztes Mal angekündigt habe, Koop machen werden beim Schwänzerdämon, was ich mir ja vorgenommen habe, oder es wenigstens versuchen wollen, gucke ich mal kurz, wie es mit unserem Seelengedächtnis aussieht. Jupp, sieht okay aus. Dann machen wir vorher erst ein bisschen weiter in der Welt. Kurzes Resümee: Wir haben das Loch abgeschlossen beim letzten Mal, den Rotten und damit den dritten, die dritte Urseele besiegt. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Gebiet, das letzte Gebiet, was uns noch offen steht. Da waren wir ja schon mal ganz kurz ein Stück weit drin. Nämlich haben wir ja hier unsere Pyromantielehrerin Rosebeth entsteinert und damit den Hebel freigelegt, der dieses Tor öffnet. Bevor ich mich allerdings diesem Hebel zu widme, kläre ich erstmal kurz das Gebiet. Ja, oder auch so. Weil da oben in den Türen sind ja auch noch Gegner. Und da haben wir doch den hier erstmal, den wir loswerden wollen. So. Ich mache jetzt etwas sehr Lustiges. Ich rolle hier rein. Dadurch schlagen jetzt erstmal alle da oben die Türen ein. Und kommen hier runter, dass wir sie erstmal besiegen können. Wow. Natürlich sollten wir nicht zu übermütig sein, wie sie den vor mir an, bitte. So, die drei sind weg. Jetzt bleibt nur noch der eine hier. So. Können wir uns kurz heilen, weil wenn wir jetzt den Hebel betätigt hätten, wären sie sowieso von da oben runtergekommen. Und wir hätten auch noch das, was hinter der Tür ist, am Hals, und die Tür da geht zu. Das heißt, wir sind hier drin gefangen. Ja, genau den da. So, das hätten wir aber geschafft. Ja, Leuchtfeuer voraus, das stimmt. Hier ist nämlich gleich das erste Leuchtfeuer, das ich fast schon als unnötig bezeichnen würde. Und ja, hier können wir uns mal kurz umschauen. Hier ist nämlich eine Truhe. Ja, es ist eine echte Truhe. Mit einer Estus-Flakon-Scherbe. Sehr nett. Dann können wir endlich auf 10 Ladungen hochgehen. Und ja, hier in den Räumen. Zu denen können wir hinhüpfen. Da sind auch nochmal Gegner drin. Gut hinsehen. Ja, da ist nämlich ein Stachel in der Wand. Was es mit dem auf sich hat, keine Ahnung. Das habe ich auch nie herausgefunden. So, du weg. Und ich glaube, das war's auf der Seite. Runterrollen können wir auch. Und dann springen wir hier nicht rüber, sondern hier. Ich krieg das noch hin. Jawohl. Weil ich weiß nicht mehr, ob hier oben nur die Gegner waren, ob hier noch was versteckt war. Hier drin nicht. Wahrscheinlich dann im letzten Raum. Oh ja, hier ist ein anderer Gegner.
Eine Art Wikinger. Genau, der bewacht was. Erstmal droppt er eine große Titanitscherbe. Seele eines stolzen Ritters und Menschenbild. Ja. Gut. Das wär's dann hier gewesen. Wir können ruhig weiterlaufen. In den Schattenwald hinein, das neue Gebiet. Das Leuchtfeuer da gehört übrigens schon zum Schattenwald. Ja, und hier gibt es noch mehr von den Viechern. Und zwar nicht gerade wenig. Wir müssen hier gut aufpassen. Genau, hier kommt nämlich erstmal kommen hier Steinwerfer. Und zweitens kommen sie hier teilweise in ordentlichen Horden. So. Die Steinwerfer halten nicht ganz so viel aus wie ihre anderen Kameraden. Man sollte sie trotzdem nicht unterschätzen. So, einmal kurz heilen. Was haben wir denn, die kleine Heilung noch? Und ein Wahrheitsverkünder hier oben. Die werden wir immer noch gebrauchen können. Feindliche Horde voraus. Ja, das stimmt allerdings hier in dem Kreis nämlich. Genau, ist eine ganze Horde von diesen Viechern. Wow. Töten wir sie mal schnell, bevor sie uns vergiften. Und ja, sie droppen komische Sachen. Sehen da eine Stolzen und ein Menschenbild. Ja. Das war, glaube ich, alles, was es hier gab. Frau nicht aufgeben. Ja, das war mal die Statue einer Frau. Und ansonsten ist hier nichts. Können wir hier weitergehen? Genau, dann kommen wir nämlich zur Wegkreuzung. Und hier sollte eigentlich das eigentliche Leuchtfeuer, erste Leuchtfeuer in dem Gebiet sein. Das würde am meisten Sinn machen. Ah, die Sachen kann ich auch demnächst mal wieder abgeben. Die Estus-Lockhoff-Scherbe, das machen wir bei Gelegenheit. Kampfaxt kann weg. Die anderen Sachen können wir verkaufen, wenn wir Gavlan wieder treffen sollten. Ja, und der Rest ist nicht so von Belang. Ach ja, die Hexereien hier und die Zauber, weil ich benutze nur Wunder, also den Rest kann ich ja wegsortieren. Und auch wenn ich die Hexerei doppelt habe, lege ich sie mal ab. So. Wir sind jetzt an der Wegkreuzung, oder an der zerstörten Weggabelung, besser gesagt. Wenn man hier hochgeht, gibt es drei Wege. Den Weg rechts, der in den Nebel führt, den ignorieren wir mal vollkommen. Den Weg nach geradeaus, wo wir da so ein komisches kleines Vieh sehen. Und den Weg nach links, den wir als erstes gehen. Hier wuseln Falken herum. Also, beziehungsweise untote Falkner. Oder Hüllenfalkner. Also ja, Falkner, weil sie die Falknerrüstung tragen, die man auch von unserem Char kennt. Vom Anfang her. Weil ich ja am Anfang als Ritter gestartet habe und die tragen eine Falknerrüstung zu Beginn. Oh.
Und ja, sie laufen etwas komisch, die Falken. Ne? Aber sie haben was drauf. Das muss man ihnen lassen. Man sollte also vorsichtig sein gegen Falkner. Vor allem, wenn sie zu zweit kommen. Hau. So. Wieder heilen. Ich könnte mich auch mit den Estus-Flakonen heilen. Das würde wahrscheinlich schneller gehen. Und ja, die Falkner hier können Sonnenlichtmedaillen droppen. Das habe ich ganz vergessen. Wobei sie das sehr selten machen. Glitzerndes Titanit, große Menschenseele, Menschenbild. Ja, nette Ausbeute hier. Gehen wir weiter. Früher waren hier immer noch solche Gift-Heinis auf diesem Weg. Ich glaube, hier oben kommt gleich nochmal einer. Ja, genau der da, nämlich den haben sie vergessen. In Scholar of the First Sin zu entfernen, denke ich mal. Oh, und er hier, der ist auch neu hier. Das da ist kein einfaches Phantom. Also kein Abbild eines anderen Spielers. Das ist ein Gegner. Und zwar ein Gegner, den man nicht anvisieren kann. So, Drachentöter, Halbmondaxt, goldener Falkenschild. Mhm. Vision von Sinnlos. Ja, man sieht, auf der anderen Seite geht es weiter. Allerdings ist der einzige Weg hier. Wobei Geheimpfad nicht stimmt, weil das ist eigentlich der Hauptpfad. So. Schrein des Winters. Die Tür ist verschlossen. Sucht mächtigere Seelen. Jo. Hier kommen wir nicht durch, weil wir noch nicht genug Seelen haben. Also es gibt zwei Möglichkeiten, da durchzukommen. Wobei hauptsächlich die erste Möglichkeit hauptsächlich getriggert wird. Nämlich wenn man 1 Million Seelen im Seelengedächtnis hat. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man alle 4 großen Fürstenseelen gesammelt hat. Also alle 4 Urleuchtfeuer entzündet hat. Das wollte ich euch jetzt zeigen, bevor ich das Seelengedächtnis so hoch pushe, dass wir durch können. Weil dann kann ich euch zeigen, was sich dort hinter befindet. So. Also hier ist erstmal Ende im Gelände, da kommen wir nicht weiter lang. Dann zeige ich euch nochmal den nördlichen Ausgang, also wenn ich davon ausgehe, dass das hier Norden ist. Und den da machen wir dann nachher, da geht es nämlich weiter. Erstmal kann ich gucken, ob hier hinter uns irgendwas liegt. Nein. Diese Viecher hier sind sehr garstig. Nicht nur, weil sie jetzt gerade wegrennen und uns in einen Oger locken. Ja. Wow. Ja, Ogre ist garstig. Ogre ist sogar sehr garstig. Ja, er ist auf jeden Fall stärker als die Ogre im Stadtgebiet. Und der Ogre im Wald der Riesen ganz am Anfang, den wir ja noch nie getötet haben. Was wir auch irgendwann mal bei Gelegenheit nachholen könnten. Obwohl der eigentlich nichts bringt. Und die Viecher hier sind garstig. Denn die haben einen ziemlich üblen Versteinerungstick drauf. Nicht aufgeben, Wald. Ja. Ein kleines weißes Bäumchen in der Mitte vom Nirgendwo. Das war ein roter Tränensteinring.
Also der macht dasselbe wie der blaue, nur dass er eben rot ist. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er reagiert, wenn der Trigger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen Angriffskraft. Kaita, die Göttin der Tränen, beweint die unverdient Gestorbene mit Tränen so rot wie Blut. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Und die, die Geliebte verloren haben, beweint sie mit blauen Tränen. Ja.